Hallo ihr Lieben, ja, ich habe keine Handschuhe mehr an, für diejenigen, die es so gestört hat. Ja, aber nicht wegen denjenigen, denen es gestört hat, habe ich, ne, sondern weil ich selber es nicht mehr sehen konnte. Jetzt fühle ich mich wieder wohler, hab's aber ziemlich kurz. Aber ja, beim letzten Video hatte ich Post bekommen und zwar habe ich mich da erstmal im Namen vertan. Ich hatte gesagt Beatrice, dabei war es die liebe Birke. Und ja, und dann habe ich auch noch was unterschlagen. Sie hatte mir hier noch so einen kleinen niedlichen Zettel geschrieben und mir so eine Art wie Loaded Bag, ja, oder Goodie Bag, ne? Wie nennt man denn das hier? Mit verschiedenen Sachen. Hier sind nämlich auch noch Sachen drin und das habe ich irgendwie vergessen. Das war ein bisschen chaotisch, das Video. Schaut mal hier, ist das, was ich eben gesagt habe, dieser süße Notizblock mit drin. Ich habe hier noch nicht reingeguckt, hier. Mir ist nur aufgefallen, dass ich es halt vergessen habe, ich Trottel. Dann waren hier so Taschen dabei. Also so, na, sag schon. Na, solche kleinen Täschchen hier. Was haben wir hier? Und hier ist noch einfach, da sind Sticker drin. Ah, coole Sticker. Also ich habe es mir noch nicht angeguckt, das mache ich jetzt hier im Video. Ja, sorry, dass ich das so ein bisschen, dass das ein total irres Video war, alles verpeilt und auch schön. Also ein richtig cooles Sticker. Da fällt was raus. Guck mal hier. Richtig cool, die Sticker. Habe ich so auch noch nicht. Also die habe ich noch nicht. Gibt tatsächlich noch Sachen, die ich nicht habe. Wahnsinn, oder? Aber die erinnern mich so ein bisschen an die Bravo-Aufkleber. So, ne? Die immer so an der Bravo so dran sind. Außer die hier. Die sind jetzt so... Oh, die sind echt schön. Die Farben sind hübsch. Ach, hier so Tags. Das sind doch Sticker, oder? Sind das nur... Ja, es sind Sticker. Das ist auch schön für eine Karte, Happy Birthday. Also die sind ja mal toll. Oh, niedlich, schaut mal. Oh, hier würde ich gerne eine Lünette draus machen. Hier aus diesem kleinen Einhorn. Ja, also vielen, vielen lieben Dank nochmal auch an der Stelle. Und sorry, dass ich das ein bisschen verpeilt habe. Vor allem, ich habe es noch rausgenommen, habe noch irgendwie gesagt, hier ist noch was extra. Ja, und dann habe ich es irgendwie... Ja... Genau, aber jetzt ist wieder, ne? Jetzt geht es wieder normal weiter. So, ich habe Post bekommen. Ein ganz großes Paket und das wird jetzt Teil 1, weil ich vermute, dass ich, Moment, nicht alles in ein Video packen kann. Das ist nämlich ziemlich groß und voll. Moment, ich wollte euch mal einen Blick rein filmen. Nein, hat jetzt die Adresse, wurde jetzt zu sehen. Ich hoffe nicht. Schaut mal. Ja, so sieht's aus. Also richtig schön. Richtig, richtig schön. Und ich fische mir jetzt hier mal die Post raus. Ich muss erstmal gucken, ob ich die alleine lesen darf. Ich habe hier keinen Platz. Also ich bin zwar schon am Aufräumen, Umräumen, Sortieren und so weiter. Und ich hält das jetzt und fällt mir jetzt nicht entgegen, weil ich wollte jetzt endlich mal ja, ein ordentliches Video machen und nicht immer so ein Chaos, aber das ist cooles Papier. Ich glaube, das hat sie selber eingefärbt. Das sieht so aus. Oh, was kommt mir hier entgegen? Moment, hier ist irgendwie... Moment, Moment, Moment. Ah, das ist so eine, wie so eine Brottüte. Aber ich glaube, die hat sie nochmal eingefärbt. Nee. Ja, das so, ne, das ist ein Blatt Papier. Ah, cool. So, hier ist was rausgefallen. Das will ich mal kurz lesen. Aber ich denke, das kann ich zeigen, ist nichts Schlimmes. Liebe Dani, ich wünsche dir viel Freude mit der Tauschpost und ich hoffe, es gefällt dir alles. Sachen, ja, egal. Ich kann nicht lesen. Sachen, die du nicht gebrauchen kannst, darfst du gerne weitergeben. Ich wünsche dir und deiner Familie ein gesundes und glückliches 2021. Liebe Grüße, Moni. Ja, vielen, vielen lieben Dank für die niedliche Post. Schaut mal, das ist auch so in den, ja, so ein bisschen Vintage, Vintage Halloween. Oh, das ist auch geprägt hier. Seht ihr, das ist ja so, so eingefärbt irgendwie. Ja, ich sag jetzt mal so dreckig gemacht, so ein bisschen. Das ist total cool, ich mache das auch gerne. Ich vermute mal, dass du das mit Kaffee eingefärbt hast. Richtig schön. Ein ganz, ganz klasse
Karte hast du hier gebastelt, die gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, es ist schon eine ganze Weile her. Das Paket steht hier, glaube ich, schon anderthalb Wochen oder wenn nicht sogar noch länger. An dieser Stelle, Entschuldigung, es hat, ja, ne? Ich habe es ja schon gesagt, keine Zeit und so weiter. Jetzt finde ich endlich mal die Zeit. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich hier zuerst. Oh, süß. Oh, du hast das wunderschön verpackt, liebe Moni. Und hier sind zwei so eine Tütchen. Oh, die Spinnen sind so, so, so süß. Ah, sind die niedlich. So ein Pfeifenreiniger als Beinchen. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Auf jeden Fall sind das ja so, ja, wie diese Pompons. Das so durchgesteckt, verziert mit Perlen und hier diese Wackelaugen drauf, ne? Wie niedlich. Die ist so süß, die Kleine hier. Und hier dieselbe nochmal in grün. Also nochmal so eine in grün. Die ist hier so ein bisschen dran. Ach, ist das süß. Ja, richtig niedlich. Mal sehen, wo ich die hier hinsetze, weil die sind so süß. Ich habe ja schon einige Plüschtierspinnen hier rumsitzen. Oh, ist das süß. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Oh, das ist so schön eingepackt. Dieses Papier hier, diese Tüte ist auch total schön. Wie gesagt, es waren, denke ich, zwei Teile. Das Paket ist voll. Ja, Licht ist immer noch nicht behoben. Ne? Ich habe nur eine kleine Lampe hier drüben. Aber nach und nach. Ne? Man kann nicht alles sofort. So. Oh, Standteile. Ich muss erstmal hier sehen, dass ich ein bisschen Platz habe. Ich habe, wie gesagt, meine Nägel gemacht. Hier steht noch das ganze Zeug rum, weil ich nämlich mir noch einen Ring dazu mache. Kann man den sehen? Ja, ist wieder total verschwommen, ne? Na, der will nicht scharf gestellt werden. Ah, dann nicht. Doofe Kamera. So, hier sind Standteile drin, ne? Und zwar, die lasse ich drin. Ich packe die jetzt nicht aus. Hier sind so Hexen und Fledermäuse. Grabsteine sehe ich hier. Oh, auch Spinnen. Oh, so cool. Habe ich natürlich nicht. Ich habe keine Halloween-Stanzen. Wenn, dann ein, zwei, glaube ich. Ich habe die Skelettstanze von Sabrina bekommen und ich glaube noch eine Halloween-Stanze habe ich, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ich benutze, wenn, dann nur die Skelettstanze. Oh, Geister, auch cool. Dann hier so kleine Parfümfläschchen oder Giftfläschchen, je nachdem. Oh, danke, danke, danke. Also Standteile, da freue ich mich ja mega drüber. Hier ist auch so ein Spinnnetz. Das hatte ich auch mal in schwarz und in weiß. Ich glaube von Bicky. Oder es war so ähnlich. Auch so mit so einem Halloween irgendwie. Habe ich natürlich schon verbastelt. Oh, cool. Vielen, vielen lieben Dank. Und das sind ja echt viele. Hier sind so... Oh, das... Oh, schaut mal. Oh. Regenbogenmäßig. So ausgestanzte, oder was ist denn das? Das ist so stoffig. Oh, das ist ja mal geil mit Jackie. Oh, so viele Stanzteile, ist das der Hammer. Das hier kenne ich auch nicht, das habe ich noch nie gesehen. Muss mal von der Seite zeigen. So ein Baum, wo so Kürbisse dranhängen. Oh, ist das geil für Karten. Oh, danke. Das hier kenne ich. Ich glaube, das war auch von Biggie, das hatte ich auch mal. Aber in weiß oder schwarz. Und diese Leuchte hier, also diese Laterne, habe ich in schwarz, aber ich glaube, da ist mir was abgeknickt, weil das ja so filigran ist. Habe ich aber noch aufgehoben, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn du es drauf klebst, dann ist das ja egal, ob was abgegangen ist, dann kannst du das vielleicht so ein bisschen, ne, wieder reparieren. Hier auch nochmal in einer anderen Farbe, in so einem geilen Metallic-Grün. Ja, schwarz ist ja immer geil, ne, bei solchen Halloween-Sachen, schwarz und orange-weiß, dass man es selber einfärben kann. Oh, so viele, ist das geil. Hier kommt ein Sarg. So zwei verschiedene Größen, glaube ich. Oder drei verschiedene Größen, um selber zusammenzufalten. Also so selber zusammenzubauen. Oh, mega geil. Habe ich auch nicht. Und das hier habe ich so in der Art auch schon mal bekommen. Aber da gibt es ja auch wieder so viele. Ja, ich glaube, da habe ich schon die ein oder andere Karte mal gebastelt. Weil die kenne ich. Aber ich glaube, die sahen auch wieder anders aus. Ich glaube, bei mir waren so runde Kreise drauf und Kürbisse. Oh, das ist cool. Das ist cool für Karten. Schaut mal hier.
Oh, das ist ja geil. Da kann man auch Kisten mitmachen, ne? Oder ein Albumcover. Ja, ich wollte ja lange mal so ein. Ah, Junk. Wie heißt das jetzt? Junk Journal? War das das? Mareike, was habe ich denn von dir bekommen? Ein Junk Journal, ne? Oh, ja, ich glaube. Auf jeden Fall kann man da wieder so ein. Oder ein Fotoalbum, ne? So ein Cover mitmachen. Also, liebe Moni, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das ist ja echt übelst cool. So ein ganzer Batzen Standteile. Ich habe hier auch sogar einen Ordner, den ich mal von Ulla bekommen hatte. Ulla, erinnerst du dich? Den habe ich immer noch und der ist immer noch proppevoll. Ich habe das da alles reingepackt und krieg den gar nicht mehr zu. Da haben wir auch mal getauscht. Ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das schon so lange her. Oh, jetzt habe ich das hier abgemacht, aber hätte ich mir eh abgefummelt. Niedlich. Ja, und alles so schön Halloween. Ach, ich liebe es. Halloween geht immer. Auch im Januar. Jawohl. Und auch im Dezember. Immer halt. Sehen, was hier drin ist. Ach, die Tüte ist hübsch. Ja, ich will ja immer nicht mehr alles aufheben, aber bei sowas, ja, das würde jeder Bastler aufheben. Bin ich mir sicher. Dann haben wir hier, oh, so ein Schüttelding. Oh, cool. Hat sie ja so ein Schüttelding gebastelt. Ja, sowas bastle ich immer nicht. Ich weiß auch nicht, wieso. Das sind Tags. Ich gucke mir das dann immer so genau an, ne? Also nicht wundern. Ah, das ist ja auch geil. Der hat ja immer so einen Strohhalm halb geschnitten und einen Besen draus gemacht. Einfach so ein Tag hier irgendwie ausgeschnitten, denn hier halt so eine Verpackung, wie man es ja immer hat, wenn man irgendwas kauft, ne? Und dann einfach so ein Schütteldings. Ich muss das auch endlich mal machen. Oder hier. Das ist, glaube ich, so eine Folie vom Hefter. Und einfach einen Tag draus gemacht. Kann man jetzt als Grußkarte oder. Ach, ist das cool. Ach so. Ich habe es ja immer nicht so mit diesen Kanälen verlinkt, ne? Habt ihr ja schon mal mitgekriegt. Ich hoffe, dass diejenigen denn, oder die, also Moni in dem Fall jetzt hier drunter schreibt, dass er sie findet. Meistens ist es ja so, dass dann nochmal drunter geschrieben wird, danke fürs Video oder so, ne? Genau, weil ich habe immer diese mit den Verlinkungen nicht so. Aber ich möchte natürlich euch den Kanal nicht vorenthalten, ne? Ansonsten findet ihr sie in Instagram unter Creamon oder Creamu oder so. Ja. Also ich hoffe, dass ihr drunter schreibt. Hier auch wieder so ein Schüttelzeug. So geil. Warte, so rum, ne? Ah, ein Cappuccino. Das ist ja auch mal cool. Ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das auspacken darf oder ob das hier so drin bleibt. Also ich sehe das hier. Ich lasse es lieber drin. Oh, Nailart-Sternchen in Weiß kann ich sehr gut gebrauchen. Ich wollte mir nämlich eigentlich ursprünglich schwarze Nägel machen. Ja, da kann ich die. Mein Schwarz ist alle. Also das hätte nicht mal gereicht. Ich hätte es zwar einbauen können, aber ich muss mir Neues bestellen. Und Orange habe ich auch noch keine Nailart, glaube ich. Nee, ich habe alle Farben, aber Orange. Oh, sehr, sehr geil. Und hier sind halt so Schleifen drin mit hier vom Bäcker Ross diese Sticker so gebastelt. Also ich glaube, ich lasse es drin, auch wenn. Oh, guck mal, wie geil. Seht ihr das? Oh, ist das geil. Ja, das lasse ich erstmal so stehen. Richtig, richtig schön. Oh, hast du dir Mühe gemacht. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle auch nochmal. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt, oder? Oh, hast du viel eingepackt. Oh, ist das eine geile Tüte. Mit den. Ja, was ist denn das hier? Dracula? Frankenstein? Wer soll denn das sein? Oh, ist die schön. Ja, also ich wollte unbedingt das Video in Ruhe machen, ne? Und ich habe wirklich bis jetzt anderthalb Wochen, über anderthalb Wochen jetzt auf Kohlen gesessen und habe immer das Paket da stehen. Den habe gedacht, oh, guckst du mal rein, guckst du schon mal rein? Dann habe ich gesagt, nein, du guckst nicht rein. Wenn du deine Nägel nicht schaffst zu machen, hast du den Pech. Video machst du erst, wenn deine Nägel, also wenn deine Nägel gemacht sind. Du guckst nicht vorher rein. Ja, und jetzt bereue ich es nicht, dass ich reingeguckt habe, weil jetzt kann ich mich richtig darauf ja, fokussieren, ne? Oh, ist die schön, die Tüte. Wo gab es denn die Tüten? Bestimmt wieder Internet, ne? Oh, schön. Behalte ich. Ja, die muss ich behalten. Oh, hier ist. Das hatte ich auch schon mal. Das riecht lecker. Lecker, ne? Also, genau, nach Himbeere, so bärig riecht das. Ich glaube, war das auch das, was das Wasser lila färbt? Swantje, deins habe ich nämlich auch schon benutzt. Das wird ja so pink, das Wasser. Mit der Miezekatze das.
Oh, Prosecco-Party, wie geil. Ich habe mir einen Gin Tonic gestern gekauft, als Dose, also als so eine kleine Dose. Der milde Abendhimmel sah aus wie Marmelade und alle Sterne lugten zu den kühlen Gläsern Prosecco. Flip-Flop-Tänze durch den Sand. Du bist zu Küsse und plötzlich dämmerte der Morgen. Das kenne ich ja noch gar nicht. Das riecht sich ja, das hört sich ja schon so toll an, dass das mega geil riecht. Oh, Duftprobe. Und? Riecht nach nichts. Bin ich dusselig? Man muss das doch so reiben und dann. Es riecht nach gar nichts. Naja, ich werde es ausprobieren. Und hier, oh, das kenne ich nicht. Auch von Kneipp. Mag ich die Firma. Ist ja das ja auch und auch schön verpackt hier. Jungbrunnen, ja, das kann ich gebrauchen. Nein, wirklich. Das riecht bestimmt auch gut. Das sieht auch schon so, ne? Oh, ich liebe solche Zusätze. Vielen, vielen lieben Dank. Werde ich natürlich benutzen. Oh, jetzt kommt noch so eine geile Tüte. Eine ganz, ist auch wieder so eine größere. Schaut mal, eine große. Hier oben ist auch wieder so mega hübsch verpackt. Oh, du hast dir so Mühe gegeben. Dickes, dickes Dankeschön an der Stelle nochmal. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber. Oh, cool. So hübsch eingepackt. Ja, wie gesagt, ich hatte es ja eben schon gesagt, das hat sich gelohnt zu warten. Weil jetzt kann ich mich noch mehr drauf freuen. Die Spannung war die ganze Zeit da, wirklich ohne Witz. Ich habe die ganze Zeit, bin ich so dran vorbeigelaufen und gedacht, oh komm, guck doch da. Ich habe ja schon mal kurz reingeguckt, ne? Ich habe aufgeschnitten und habe gedacht, oh, wie hübsch das verpackt ist. Und da wollte ich aber auch so richtig reingucken, ne? Und ich habe dann gesagt, nein, du guckst nicht rein. Erst dann, ja. Ja, ich bin jetzt total aufgeregt, er merkt das, glaube ich. Oh, ist das hübsch verziert. Oh, ist das wirklich, also möchte man gar nicht auspacken. Hier ist der Check. Oh, was ist das denn? Ist das ein Metallteil? Ja. Oh, ich muss mal überlegen, ob ich mir hier aus einer Haarspange mache. Weil guck mal, das ist ein Metallteil vom Jackie. Oh, das sind so schöne Blumen, wie ich auch mal welche von Swantje bekommen habe. Und da habe ich auch noch einige, weil ich da auch ein bisschen knausrig bin, ne? Und hier hat sie noch so einen Kabochon in der Mitte gemacht. Oh, cool. Danke, danke, danke. Oh, hier hängt was dran. Hier so ein Gebamsel. Oh, das ist schöne Wolle hier. Die glitzert richtig. Glitzerwolle. Und hier ist auch noch mal so ein Card Candy, glaube ich, sagt Card Candy. Kartenaufleger. Ah, hier cool. Mit so einem eingestanzten Loch. Ja, sowas. Habe ich so ein Locher? Ich habe so ein Loch, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Keine Ahnung. Ich muss mich damit mal richtig. Hier auch wieder. Auch wieder so ein Gebamsel dran. Oh, das ist schön. Gefällt mir gut. Auch nochmal so ein großer Kartenaufleger oder Album. Ja, man kann ja auch ein Album damit aufhübschen. Vielleicht mache ich mir daraus ein Notizbuch, dass ich das auf so ein Notizbuch drauf mache. Obwohl ich das eigentlich so lassen möchte. Ist so schön. Ah, oh, die sind auch toll. Schwarz-weiß, geil. Und auch wieder hier an der Seite. Also überall hängen ja die. Dieses. Ich muss mir das mal genauer. Hier ist so ein großer Ring. Ich glaube, dann hat sie das so drum gelegt. Und dann hier oben verbunden, oder? Ich muss das nachmachen. Jetzt fällt mir gerade ein. Ich habe doch das letzte Mal von diesem Threadwrap gesprochen, ne? Ich weiß nicht, beim letzten oder vorletzten Video. Könnte man das auch so machen? Den Ring aber nur drin lassen als, naja, damit man was hat, wo es erstmal fest ist. Den Ring dann abmachen und dann, naja, wie kriege ich den Gummi denn da durch, ne? Vielleicht auch mit einer Nadel durchfädeln. Ich möchte mir ja unbedingt so ein Threadwrap machen. Ach, ich weiß nur noch nicht wie. Hier überall hängt das Gebamsel dran. Und alles ist farblich passend, ne? Hier ist lila, da war schwarz und weiß, hier ist wieder pink und lila. Und das finde ich auch eine geile Idee. Ich habe so viele von Melli gekriegt, von den Strohhalmen. Ja, einfach einen Hexenbesen draus zu machen. Wieso komme ich auf solche Ideen nicht? Oh, ist das schön.
So viel Selbstgemachtes in der Post, das ist echt der Hammer. Oh, 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 oh. Was ist denn das hier für eine geile Perle? Hier, die Perle ist auch cool. Die sieht aus wie ein Kürbis. Ja, das wäre auch ein schöner Ohrring, finde ich. Also wenn ich das jetzt hier nochmal hätte. Aber man kann ja auch mal nur ein Ohrring tragen. Oder zur Halloween als Ohrring. Sagt was. Ist das nicht geil? Also ich finde es cool. Werde ich vielleicht zu Halloween wirklich tragen als Ohrring. Das ist mega. Oh, ist das toll. Oh Gott, was sehe ich denn jetzt? Was sehe ich denn da? Was ist denn das? Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Eine Klammer, die ist mit Miezekatze? Wow. Oh mein Gott. Das hier ist so ein Pappbecher. Was ist da drin? Ich möchte es gar nicht auspacken. Nein, ich will das so, wie es ist, hier stehen haben. Aber ich möchte natürlich auch wissen, was ist hier drin? Oh. Schön. Ist das schön? Und ich kriege das dann wieder so rein. Ich will das wirklich eine Weile hier stehen haben. Ich mache das immer so. Wo zuerst? Oh, hast du viel gebastelt. Das ist so ein kleines Täschchen und hier sind so Text drin, ne? Oh, so viel geiles Halloween-Zeugs. Hier auch wieder eine coole Idee. Wirklich richtig schön und auch die Details hier. Ja, zum Beispiel hier unten noch dieses kleine Pompon-Ding hier. Hätte ich jetzt gar nicht dran gemacht, weil, ja, wie gesagt, sie hat da wirklich auf Details geachtet, auch dieser kleine Stein hier. Hier nochmal was Schwarzes drumrum, ne? Also dieser Besen, denn, also mega toll. Oh, du bastelst echt schön. Das ist auch hübsch. Könnte ich mir vorstellen für mein Püppchen, was ich bastle, als Hut. Ne? Als so, wie sagt man, Schleier. Ja, das werde ich mir vielleicht dafür, für diese Barbie, für die Monsterhaie, die ich vorhabe, noch zu gestalten, so dran kleben. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe sie jetzt nicht da. Oh, geil, das kann ich gut dafür gebrauchen. Die soll ja eh nur rumsitzen, ne? Mit der wird ja nicht gespielt. Hier auch wieder dasselbe. Es gefällt mir ja mit diesem Netz im Hintergrund. Hm, richtig cool. Und weggesprungen. Eine kleine Fledermaus. Diese von Kick, glaube ich, oder Teddy. Habe ich auch. Ein kleines Hütchen. Oder man kann auch hier so ein kleines Tütchen, ne? Hütchen oder Tütchen, je nachdem. Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier abgegangen ist, ob das vielleicht sogar hier dran war. Würde nämlich auch gut passen, ne? Also weiß ich nicht, ob das hier dran war oder ob du ob das einzelne Sachen waren. Ja, das hatte ich schon. Oh, vielen, vielen lieben Dank. Ich muss das hier alles erstmal dann wieder also hier reinräumen. Ich möchte, dass das so da drin ist, dass ich auch weiß, wo es ist. Oh ja, das ist ein geiler Kabuchon hier. Richtig cool. Den mache ich gleich mal hier dran. Oh, jetzt brauche ich, glaube ich... Ah, Schere, wo bist du? Ja, ich weiß, wo sie ist, die Schere. Ah, da ist jetzt gerade mein Pinsel, der noch einweicht. Habe ich hier noch eine? Ich müsste doch... Ah, ich habe noch eine kleine hier. Oh, ich muss mal gucken. Ich mache nach dem Teil hier Teil 2. Also das gucken wir uns noch an und dann mache ich Teil 2. Weil nämlich bei dem einen Video letztens mal ist was abgebrochen, weil ich da über der Zeit war. Keine Ahnung, ich kann nur so und so viele Minuten hochladen. Und den kann ich nämlich gleich hier mal aufräumen. Beim zweiten Teil. Oh, hier fällt was ab. Oh, das ist ein Chunky Charm. Oh, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Die ist abgefallen. Aber die ist ja gerade so abgefallen, ne? Die ist also gerade so mir entgegengekommen. Da habe ich mich erschrocken. Jetzt ist sie ganz runtergefallen. Nee, hier ist er. Rein mit dir. Oh, stell dir mal vor. Stellt euch einfach mal vor. Ihr kommt früh morgens hierher. Noch halb, ne, müde. Guckt hier rein.
Und da sitzt die Spinne, eine echte, da drin. Ich würde alles hier wegschmeißen. Nee, Quatsch, aber ich war so erschrocken. Oh, ist das geil, dieser Chunky Charm. Oh, da ist noch eine von diesen Perlen hier. Oh, das ist voll Halloween, also voll abgestimmt auf Halloween. Auch selbst die hier, die hier so cool aussieht, ist in den Halloween-Farben. Oh, das passt so schön zusammen. Das sieht aus wirklich wie, ne? Ja, wie gekauft. Weil es alles zusammenpasst. Ich bin ja da eher immer so, ne? Ich verarbeite alles so kreuz und quer. Hast du die auch angemalt? Sind das die stinknormalen vom Teddy? Das ist auch eine coole Idee. Das wollte ich auch schon mal machen. Aber dadurch, dass du hier nochmal so Gold drüber gemacht hast, schimmert die so. Ja, so auch so Vintage, Steampunk, keine Ahnung. Oh, ist das schön. Richtig, richtig cool. Vielen, vielen lieben Dank. So, jetzt räume ich erstmal den Krempel hier weg. Also Krempel, ne? Du weißt, wie ich das meine, ist nicht böse gemeint. Mein Mann sagt immer Frums, dein Bastelfrums, sagt er immer. Und ich sage meistens Krempel. Und dann machen wir Teil 2 von dem wunderschönen Paket hier. Und ich bin gespannt, was hier noch drin ist. Wie gesagt, hier, ich sehe noch einiges hier drin. Und ja, ha, schön. Endlich kann ich es auspacken. Bis gleich.